Vor kurzem habe ich eine Haxe nach Wiesenart eingestellt. Wer sich das Video angeschaut hat und aufgepasst hat, der hat bemerkt, dass ich zwei Eisbeine, aber nur eine Haxe hatte. Aus dem Eisbein, das nicht zur Haxe gebrutzelt wurde, habe ich diese Sülze gemacht. Und wer Sülze mit Fleisch mag, der kommt an dieser hier nicht vorbei. Durch Einkochen haltbar gemachte Eisbeinsülze. Wie ich diese gemacht habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten lasse ich hier wieder durchlaufen, ihr könnt sie aber alle unter diesem Video noch nachlesen. Und dort findet ihr auch die Links zu den Videos meiner selbstgemachten Zutaten, die ich hier verwendet habe. Als erstes wird aus dem Suppengrün und etwas Salz eine Gemüsebrühe gekocht. Da ich Bio-Gemüse verwendet hatte, brauchte ich die Karotten nur waschen und nicht schälen, sie kamen also ungeschält in das kochende Wasser. Den Lauch, den Sellerie und auch die Petersilie musste ich ebenfalls nur waschen und dann konnte ich sie in den Suppentopf mit reingeben. Und hier seht ihr mal, was passiert, wenn mir langweilig ist, weil das Kochen doch sehr lange dauerte. Naja, 30 Minuten halt. Nach 20 Minuten wird die größte Karotte entnommen. Die brauchen wir später noch für die Gläser, in die die Sülze kommt. Zusammen mit den Gewürzen kommen jetzt die beiden Eisbeine in die kochende Brühe. Das Eisbein, das zur Haxe wird, wird nach 30 Minuten wieder herausgeholt. Das andere Eisbein bleibt noch für 3 Stunden in leicht siedendem Wasser. Das Fleisch ist danach butterzart. Nach 3 Stunden wird das Eisbein dann entnommen und so weit runtergekühlt, dass es anfassbar ist. Da sich für die Sülze nur das magere Fleisch vom Eisbein eignet, werden Schwarte und andere Fettbestandteile von dem Eisbein entfernt. Fett und Schwarte kommen dann erstmal wieder zurück in die Brühe. Danach haben wir dann das schöne, magere Eisbeinfleisch. Die Brühe köchelt weiter vor sich hin und es kommt jetzt auch noch eine Zwiebel dazu. Das ergibt dann den späteren Sud. Nebenbei können schon mal die Eier gekocht, die Gurkensticks und die Karotte in kleine Stücke geschnitten werden. Gestellt und jetzt ist das Fleisch dran. Das wird, soweit es geht, in Würfelchen geschnitten. Jetzt ist es Zeit, den Sud durch ein Küchentuch zu passieren. Vorweg, das ergab bei mir 1 Liter. So viel wird natürlich für die Gläser nicht gebraucht. Der Rest kann eingefroren oder für eine spätere Suppe verwendet werden. In den Sud kommt jetzt der Essig und dann wird der Sud noch mit Salz und Pfeffer nachgewürzt. Und schließlich werden die beiden Beutel zur Fortgelatine noch hinzugefügt. Das Ganze dann nochmal kurz aufkochen und beiseite stellen. Jetzt werden die Eier geschnitten und in jedes Glas wird eine Scheibe reingelegt. Das sieht einfach schöner aus, wenn später die Sülze gestürzt wird. Dann kommen Karotte und Gurke hinzu, bevor das Fleisch eingefüllt wird. Ganz oben auf das Fleisch kommen dann nochmal Karotte und Gurke. Jetzt den Sud in die Gläser, bis alles vollständig bedeckt ist. Die Gläser gut und fest verschließen. Sie werden jetzt bei 100 Grad 90 Minuten eingekocht. Und dann ist unsere Sülze fertig. Und so sieht das Ganze dann aus. Was ich sonst noch alles selber mache und einkoche, das könnt ihr in dieser Playlist hier oben sehen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.